Hallo, liebe Cyrodiil-Gefolgsleute von Hexenking TV. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen epischen Folge von Oblivion. Ich habe jetzt alle vier Artefakte gefunden. Das waren, zur Erinnerung, waren das einmal Azuras Stern, den wir geholt haben. Und dann hatten wir den Weltkühnstein gefunden in der Aidritenstadt. Dann haben wir die Götterrüstung in San Cretor uns ausgeliehen. Und letztlich seit kurzem auch den großen Siegelstein von Oblivion geholt. Ja, mit diesen vier Artefakten hat gerade eben unser Martin ein Portal nach, ja, zum Paradies geöffnet. Es gibt leider ein kleines Nachteil, wenn wir jetzt da reindrehen werden. Das Portal wird sich schließen, das heißt, wir werden die nächste Zeit nicht mehr in Cyrodiil uns befinden, sondern, ja, im Paradies. Also würde ich mal sagen, für alle. Ich habe Kamorans Paradies erreicht. Das Portal hat sich hinter mir geschlossen. Ich muss Manka Kamoran finden, ihn töten und das Amulett der Könige bergen. Ja, wir wurden jetzt scheinbar hier fremdartig auf eine einsame Insel transportiert, so wie ich das jetzt hier mal lokalisieren kann. Ja, laut der großen Map sind wir noch immer in Cyrodiil. Das ist natürlich nicht richtig. Ja, da hilft eigentlich nur eins. Ah, endlich beehrt uns das Katzenpfötchen des Septims, auch mit seiner Anwesenheit. Mhm. Ihr habt doch wohl nicht erwartet, mich ausgerechnet hier überraschen zu können, im Paradies, das ich geschaffen habe. Seht euch mein Paradies an. Gaia Alata in der alten Sprache. Eine Vision der Vergangenheit und der Zukunft. Ja, der Typ, der da gerade gesprochen hat, ist Manka Kamoran, der Herrscher der Morgenröte, der mythischen Morgenröte und der Erbauer des Paradieses. Ja, sozusagen der Boss des Spiels, wenn man das jetzt mal so definieren darf. Und diese Eisfrostadronachen haben Frostsalz, immerhin 60 Goldmünzen wert. Ja, das nehme ich gerne mit. Erfahrungsgemäß meiner langjährigen Elder Scrolls Spielkarriere kann ich sagen, dass hier eigentlich die stärksten Kreaturen kommen, obwohl Oblivion stufenabhängig gebaut ist. Das heißt, je stärker man ist, desto stärker sind auch die Gegner. Das heißt, im Klartext, wenn ich jetzt Stufe 30 bin und ich mache gerade mal, sag ich mal, diese legendäre Quatsch-Mission, wo ich dieses Oblivion-Tor, ich zeig's euch, in Quatsch schließen muss, ja, das hier, das hatten wir auch mal gemacht. Ja, und wenn ich damit Stufe 30 das mache, dann werden schon die stärksten Gegner kommen. Ja, vorteilhaft, nachteilhaft gleichzeitig, wie man es nimmt. So, ich werde mich jetzt hier nicht dem, ich werde jetzt hier nicht den Weg folgen, denn ich möchte ein wenig diese Landschaft erkunden. Denn es gibt ja scheinbar kein Zurück mehr und ich möchte für die nächsten 50 Jahre, wenn ich hier schon sterben werde, schließlich auch meinen Todesort kennen. Was ist das für ein Gimp, der da rumspringt? Es ist ein Mensch. Aufgestiegener und sterblicher flieht ums liebe Leben. Sowas geht aber nicht. Ich habe euch ja mehrmals gesagt, dass ich prinzipiell ein böses... ein böses Leben hier sozusagen führe. Auch wenn man das bisher noch nicht gesehen hat. Hau nicht ab. Der führt mich irgendwo hin. Sag mal, das sind ja mehrere solche komische Leute. Naja, erstmal natürlich diesen Frostadronach. Der regt mich auf. Ja, sag mal, wie viele kommen davon? Die könnten durchaus ein Problem darstellen. Denn sie sind zwar in diesem Sinne nicht wirklich stark, aber wenn sie im Rudel kommen, kann das eng werden. Aber ich glaube, die Gegner sind weg, ja.
So. Mal schauen, ob wir noch ein paar Seelensteine besitzen, damit wir unsere selbst entworfene Waffe Earthbreaker wieder aufladen können. Ja. Großer Seelenstein. Seelenstein. Seelenstein heißt das. Ja, ja, ja. So. Ja, jetzt hat immerhin die Hälfte der vollständigen Ladung hat jetzt unsere Waffe. Damit können wir unseren Effekt demoralisieren bis zu Stufe 7 für 20 Sekunden Anschlag wieder ausführen. Für eine geraume Zeit. Ja. So, jetzt sind leider meine Opfer abgehauen. Schade. Ich hätte sie zu gerne erschlagen. Da hinten ist einer. Rennt der jetzt weg? Ah, ich trau den nicht. Die sind böse. Und da kommt schon der nächste Gegner. Ich kann's nicht mehr sehen. Ah, diesen Gimp töte ich jetzt aber. Ja. Naja. Ups. Ups. Naja. Sowas hört man immer wieder von, ja, von unsterblichen Menschen. So werden sie zumindest hier beschrieben. Als unsterbliche Menschen. Naja. Wo geht's denn da hin? Was ist denn das? Ich sehe etwas Schimmerhaftes. Ach nee, das ist ein Reh. Nee, ein Hirsch. Das war bestimmt Bambi. Naja. Scheinbar sind wir hier wirklich im Paradies, denn hier findet man wirklich alles. Ach, selbst solche kleine niedrige Scams machen mir hier das Leben nicht einfacher. Sie sind einfach eine Plage. Diese Scams oder Scams, wie auch immer ausgesprochen, sind einfach lästig. Ja, was wir hier vorne sehen, das weiß ich selbst nicht so genau. Keine Ahnung. Scheinbar werden hier diese Unsterblichen projiziert. Ja, 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 jetzt kommen die Frauen hier. Die haben auch keine Gnade von mir. Die bekommen auch volle Ladung ab. So. Ja, passiert nichts. Soweit ich mich erinnern kann, aus einer sicheren Quelle, dass es hier auch ein paar Schätze gibt. Relativ gut versteckt und gut gesichert. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Dietrich ich habe, aber naja, mal gucken. Also soweit ich weiß, müsste da vorne auf dieser kleinen Insel ein Schatz sein. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Der soll schwimmen. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Sehet den wilden Garten, wo meine Jünger für ihre höhere Bestimmung die Herrschaft über das neue Tamriel gehärtet werden. Wenn euch das Schicksal wirklich als Helden auserkoren hat, was ich hoffe, so wird euch der Garten nicht lange aufhalten. Ja. Gebt euren Blick zu Karak Agayalor, meinen Sitz am Gipfel des Paradieses. Dort werde ich euch erwarten. Das interessiert mich aber jetzt nicht. Ich will den Schatz finden. Ja, es kann sein, dass der auch irgendwo anders ist. Ich weiß, dass es hier ein paar gute Schätze gibt, aber sie sind nicht zwingend notwendig. Und überdimensionale Schätze gibt es hier sowieso nicht. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, dass wir hier einfach den Weg weiter folgen. Denn es führen schließlich in diesem Falle nur ein Weg nach Rom und nicht alle Wege. Ja, ich höre diese typische Oblivion-Kampfmusik. Ja. Ah, dieses scheiß Frostatronach, hä?
Ja, unser verzauberter Gegenstand hat schon keine Kraft mehr. So schnell kann das gehen. Den Sigilburg Fried bei Galona zerstört. Meine Sippe sagt, ihr hättet gut gekämpft. Tja, das kann gut möglich sein, aber seid ihr nicht Saurons Mund? Was macht ihr hier im Paradies? Naja, nachdem ich Bambi getroffen habe, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es auch hier einen Sauron Mund existiert. Aber naja, egal. Ich frage dich jetzt einfach mal, Sprecher von den Daedras. Garnonar, ich habe doch nie davon gehört. Ich habe euch nichts zu sagen. Ich bin auf der Suche nach Manka. Ich habe euch nichts zu sagen. Redet oder schweigt, ganz wie es euch beliebt. Aber ihr werdet zuhören. Was wollt ihr denn dann? Es führt nur ein Weg aus dem Garten. Ich bewache diesen Pfad. Geht diesen Pfad entlang und es wird mir Ehre einbringen, euch zu besiegen. Aber ihr habt meine Sippe bei Garnona beschämt. Euch unter meine Herrschaft zu bringen, das würde mir auch viel Ehre einbringen. Also lasse ich euch die Wahl. Wollt ihr mir im Kampf gegenüberstehen oder mir eure Dienste anbieten? Tja, scheinbar will hier Saurons Mund tatsächlich mich rekrutieren. Das werde ich jedoch leider verneinen müssen. Deswegen wähle ich den Kampf. Euer Verstand folgt einem einfachen Weg. Der Wahl eines Tieres. Doch zumindest zeigt ihr Mut. Ihr werdet versagen, Sterblicher. Und was werdet ihr dann sein? Tod. Und nichts ja, und anderes. Besser. Das ist besser als zu versagen. Ja. Prinz. Oh. Tja. So schnell kann's gehen, lieber Saurons Mund. Ja. Bande der Auserwählten. Ich besitze die Bande der Auserwählten. Jetzt sollte ich die Tür zur verbotenen Grotte finden, sehen, ob er die Wahrheit gesagt hat. Was hat denn der für eine schöne Waffe gehabt? Leute, wie wenig ihr doch versteht. Die Fürstentümer haben in den schwarzen Weiten Oblivions seit dem ersten Morgen wie Edelsteine gefunden. Das kann gut zahlreich sein. Sind ihre Namen und die ihrer Meister. Der Kalthafen von Meridia, Heroids Morast, die 10 Mondschatten von Mephala und die Schönheit der Dämmerung, das Fürstentum von Lorkhan, von irre geleiteten Sterblichen fälschlich Tamriel. Ja, sowas kann passieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt mal. Ja, nun verstehe ich. Ja, genau, jetzt verstehst du alles. Tamriel ist nur ein weiteres dänisches Reich Oblivions, das vor langer Zeit seinem Prinz verloren ging, als er von denen, die ihm dienten, hintergangen wurde. Ja, zum Stagon ja. Kann Tamriel, das ihm nach Geburtsrecht zusteht, gar nicht überfallen. Er kommt als Befreier des unterdrückten Landes. Halt die Fresse. Er hält die Fresse. Juhu. So, eigentlich wollte ich jetzt gerade einen Schnitt machen, aber ich habe ja scheinbar doch noch was entdeckt oder eine Spur gewittert. Deswegen interessiert mich jetzt doch mal ganz spaßeshalber, was hier noch vielleicht versteckt sein könnte. Ja, es scheint doch hier nicht allzu viel sein auf der Insel. Ist doch nicht... Ein Scamp. Nee, ein Clan 4 Kümmerling. Oder Clan 4 Kümmerling. Ja. Scheint aber ansonsten doch nichts Spektakuläres hier zu sein. Naja, in diesem Fall schneide ich jetzt trotzdem mal. In der nächsten Folge werdet ihr das Innere, ja sozusagen das Innere von dieser Insel sehen.
was uns das, ja, was uns Saurons Mund sozusagen versprochen hatte. Und wer weiß, vielleicht werden wir in der nächsten Folge schon Manka Kamoran gegenüberstehen und ihm den Kopf abschlagen und anschließend schön mit einem Löffel ausessen. Ja, das kann alles passieren. Also, schaltet wieder beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, euer Hexenking.